Jetzt! Mach ruhig mal. Oh, ich kann deckt! Die Mädels kamen so. Das schmeckt immer so geil. Meine Damen und Herren, Francoforte, gucke bitte mal, ist geil hier, Francoforte. Beautiful. This is a Francoforte of love. I want to dive in a sea of a Francoforte love. Warte mal so. Warte mal, lass mich mal um. Das muss mit so einer absoluten Lässigkeit geschehen. Viele können das gar nicht. Ne? Das macht halt diesen Unterschied. Ne? Bei dem einen sähe es lächerlich aus, es ist aber einfach absolute Perfektion. Marc, wo wollen wir denn hin? Willst du mich mal in so ein teures Restaurant mal einladen? Oh, das finde ich klasse. Ja? Oder? Ach so. Ich hätte jetzt Bock, afrikanisch zu essen. Mhm. Ja? Nee, habe ich natürlich jetzt gerade kein Geld zu. Aber hätte ich Bock drauf. Ja, hätte ich Bock drauf. Ja. Ja, ach, das machen wir. Hier finden wir jetzt gleich eine leckere Süßigkeit für uns. Eine Mittagssüßigkeit. Ja, ich muss ja auch ein kleines bisschen dem Ansinnen von Marc entsprechen, dass er ein Hungergefühl entwickelt hat jetzt innerhalb der letzten Stunden. Das kann man auch nicht vom Tisch wischen einfach so. Das finde ich auch nicht gut. Das finde ich einfach nicht gut. Ich mache hier eine Szene, du. Ich kann lecker schmacken, falls Hunger Rock'n'Roll. Ich kann lecker schmacken, falls Hunger Rock'n'Roll. Ich kann schmacken, falls Hunger Rock'n'Roll. So, ich würde sagen, lieber Martin, auf dich und Frankfurt. Auf uns und Frankfurt. Auf uns und Frankfurt. Das stimmt, ein bisschen kann man kommen. Mutter, ich bin gerade im Krankenhaus. Ich habe mir ein bisschen zu viel Soße drauf gemacht. Wenn jetzt alles weg ist, weißt du? Ich war einmal in Thailand bei einer Familie privat essen. Beziehungsweise sie hatten ein Restaurant und ich wollte da hin mit den Bedienern. Die hat nicht weiter gesagt, dass es ein Tourist bestellt hat. Dann hat die dafür eine Mahlschafe gekocht. Und dann kam der Mama herself, kam runter, hat sich um mich gekümmert, ob es mir gut geht. Das war ja nur scharf, weiß, es hat geil geschmeckt, aber die hat mich dann über ihr Restaurant und ihr privates Mal alles mal so gelassen, dass es mir auch wirklich gut geht. Und so und ich dachte, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Super geiles Essen, super lecker. Es war auch scheiße scharf, aber es hat geil geschmeckt. Es war nicht scharf.
lassen ihn. Ja, hier war ich im Oktober 2011 bei den Occupy-Demonstrationen. Ich glaube, der 15. Oktober 2011, da hat die erste Occupy-Demo stattgefunden. Und ich war dabei. Hier war alles voll mit, was weiß ich, ich glaube offiziell irgendwie 8000 Leuten, aber das waren wirklich original 20.000 Menschen. Das war alles voll. Und die haben dann monatelang Leute kampiert und da drüben fing das erst an. Es wurden Hütten installiert, feste Hütten und ein Platz, auf dem Musik stattgefunden hat. Es gab hier mehrere Bühnen, ein richtiger Hotspot, auf dem jeden Tag was los war. Es gab dann diese Asambleas, also spanische Demokratie-Kundgebungen hier. Haben wir auch mal an einer teilgenommen. Ich habe dann auch mal was gesagt durch ein Megafon. Da war es dann irgendwann dem Volk doch zu kalt, weiter zu demonstrieren. Und ach, dann sind ja nur 200 Leute gekommen, dann brauche ich selber auch nicht mehr zu kommen. Und dann irgendwann war es vorbei. Jetzt geht es hier um was ganz anderes. Frontex, die europäischen Außengrenzen, die sehr streng bewacht sind und immer wieder dafür sorgen, dass Menschen, die sich dann doch irgendwie, die es doch schaffen, da drüber zu klettern, sich fiese Verletzungen zufügen. Und ja, wie sieht's hier aus? Das sind Fotos von der Blockupy-Demo letztes Jahr. Da, Blockupy. Genau. Da war ich nämlich dabei. Ich war auf beiden Blockupy-Demos. Ja. Die lustige Pfefferspray-Aktion. Wunderbar. Ich habe den Unterschied zwischen Occupy und Blockupy dann nachher irgendwie gar nicht mehr verstanden. Occupy war in der Form dann irgendwie verboten oder wurde auf jeden Fall hier, konnte keine Demonstration mehr anmelden und dann ist Blockupy auf jeden Fall sowas Ähnliches. Es ging auch um ähnliche Ziele und da haben sich dann wieder Menschen auf die Straße begeben und demonstriert.
Ich war damals in der Nachbereitung im Innenausschuss des Hessischen Landtags und habe gesehen, dass es nicht so toll nachher abgelaufen ist. Also ich sag mal, die Gegner des Polizeieinsatzes haben jetzt nicht unbedingt wirklich ihre Bilder mal zeigen können und ihre Sachen darstellen können, weil die wurden dann halt einfach von der anderen Fraktion überstimmt. Und es fühlte sich schon gruselig an. Also es war merkwürdig, da in diesem Innenausschuss zu sitzen. Ich habe zwischendurch gedacht, ist das Kasper-Theater? Nein, das ist echte Politik. Also es hat mir Angst gemacht. Komm, gib mal her. Ja. So sieht's aus, liebe Leute. Jedenfalls diese Spaßdemos und so, das reicht nicht. Spaß demonstrieren. Wenn es schön warm ist und Summer of Love und was dann nachher alles da rausgekommen ist, ist totaler Quatsch. Demonstrieren ist für mich hauptsächlich was Ernsthaftes. Es geht wirklich darum, dass man demokratisches Mittel nutzt, dass der Volk, der Souverän, dass das Volk, der Souverän, einfach seine Mittel ausschöpft. Und das ist es. Und da geht's, Vorsicht, da geht's nicht um Spaß. Es geht nicht um Spaß. Demonstrationen dürfen auch Spaß machen, sollen es aber nicht in erster Linie. Und wenn dann halt weniger Leute kommen, geht's denen nicht schlimm, nicht schlecht genug. So sieht's aus. Denen geht's einfach nicht schlecht genug. Ja? Woanders müssen Leute mit viel restriktiveren Sachen rechnen, wenn sie auf die Straße gehen. Und hier ist es wirklich noch zärtlich. Also wie gesagt, bis zur ersten Blockupy-Demo, dann war das kein Spaß mehr. Diese ganze Einkesselungsgeschichte da. Wie gesagt, ich muss da jetzt nichts mehr dazufügen, gibt es alles mögliche im Internet dazu. Aber wir können hier im Grunde genommen noch auf die Straße gehen und für wichtige Sachen demonstrieren. Und das sollten wir auch machen, das sollten wir viel mehr in Anspruch nehmen. Hier hat man ja wirklich so ein bisschen den Eindruck, man befände sich in Manhattan. Leute kriechen unter meinem Arm durch. Ne? Heidi Schibbeler, 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 bumm. Das sind die Eingeborenen von Trizonesien. La 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 la. Komm mit dem Klikla-Klavitter-Bus. Kennst du das noch? Nee. Die ganz tolle Kinderserie. Ganz tolle Atemlos durch die. Oh! Oh, da haben wir ja von der GEMA gleich drei Sachen, wo es aufs Maul gibt. Wow! Aber wir können auch drüber sprechen, das dürfen wir. Ja. Das dürfen wir, wir haben es also, ja. Also, das geht nicht, ich habe so kleine Arme. Ja. Wieso geht hier gerade das Lied im Kopf rum? Der Klikla-Klavitter-Bus? Ja. Das weiß ich nicht. Das sind synaptische Verknüpfungen, die ihresgleichen suchen. Da-di, da-di, da. Meinst du? Ach so! Ich komme aber als Letzter drauf. Zuschauer sofort. Ach, hörst du das nicht? Ich komme als Letzter drauf. Ich bin als Letzter drauf gekommen. Ach komm, da schauen wir mal. Eben habe ich davon gesprochen, hier sind die Leute, die auf die Straße gehen. Die Frage ist, wofür gehen die auf die Straße? Wer ist das? Was ist das Anliegen? Geht es um Israel und Palästina? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich muss mal fragen. Stop Terror in Gaza, da steht es. Ein bisschen gehen wir rein, ne? Ich passe schon auf, dass nichts passiert.
Und zwar sind seit einigen Tagen von beiden Seiten der israelischen Regierung und der palästinensischen Freiheitskämpfer sind einige Raketen gefallen, es sind einige Tote dazugekommen. Und die Leute haben sich hier versammelt, um gemeinsam ihren Frust, ihre Trauer und ihren Schmerz mit anderen Leidesgenossen zu teilen, um zu zeigen, was sie wirklich von der Welt denken. Wir müssen alle aufstehen, wir müssen alle aufstehen, wir müssen begreifen, worum es hier geht. Das ist eine systematische Auslöschung einer Ethnie, es ist eine systematische Auslöschung von unterprivilegierten Leuten, die in den Medien als Schlechter, als Terroristen und Terrorislamisten dargestellt werden. Wir müssen alle aufstehen. Es sind egal, ob es Christen sind, die in Lateinamerika abgemetzelt werden. Es sind egal, ob es in Nigeria Christen sind, ob es die Buddhisten sind, die in den Tempeln in Nepal abgemetzelt werden, ob es Chinesen sind. Wir müssen alle aufstehen. Wir müssen uns alle gegen dieses Terrorregime halten. Wir müssen gegen den Imperialismus und gegen den Kapitalismus uns alle zusammenlegen. Denn wir sind die 99% dieser Welt. Und wir sind es, die am Ende in den sauren Apfel beißen werden. Und diese Leute sind ja alle zusammen verteilt, um genau dies zu widerzuspiegeln, um genau das zu zeigen, um genau dagegen ihren Frust auszulassen. Demo, die sich gegen die israelische Reaktion auf die Raketenangriffe im Gazastreifen richtet. Was sagen Sie zu Hamas? Was sagen Sie zu diesen Raketenangriffen? Also, wenn drei Personen, drei Jugendliche ermordet werden und man tut nur behaupten, dass jetzt von Palästina kommt und dann geht man einfach mit Flugzeug und tut man bombardieren. Da bleibt nichts anderes übrig, ob es außer Messer zu werfen, Steine werfen oder mal eine Rakete hinterher schießen. Bleibt nichts anderes übrig. Das ist jetzt durch die Raketen und die ganzen Flugzeuge, die ganze Macht von Israel und die Palästinenser. Das ist ein ungerechter Kampf, werde ich doch sagen. Das sieht doch, alle sehen das, glaube ich. Ob das jetzt ungerecht ist oder nicht. Warum sind Sie heute hier und was ist hier? Warum ich heute hier bin? Ja. Also ich bin aus einem bestimmten Anlass hier, auf jeden Fall, ja, wir wissen schon Bescheid, auf jeden Fall, Sie sehen ja, was da abgeht, gell, in Israel und vor allen Dingen, was da auch in den Gazastreifen abgeht, das ist doch nicht mehr normal, wie der Mann schon gerade gesagt hat, die sind da am Fasten, sind sowieso schon arm, essen, trinken nichts und so und werden auch angegriffen, verstehen Sie, was ich meine, und vor allen Dingen die kleinen Kinder, Sie sehen die kleinen Kinder, die sind da, blutig, sterben, während andere davon profitieren, verstehen Sie, es gibt so welche Sprüche, man sagt, Amerika unterstützt, Israel macht, Deutschland finanziert. Verstehen Sie, was ich meine? Das hat schon Angela Merkel sogar gesagt. Dass die, wenn es so weit kommt, dass die den Israeli unterstützen werden. Verstehen Sie, was ich meine? Und das finde ich richtig scheiße. Warum müssen die Bürger da umbringen? Warum kämpfen die Politiker nicht unter sich selber? Verstehen Sie, was ich meine? Das Problem ist natürlich, die Hamas hat ja eigentlich in der Bevölkerung dort gar nicht so viel Rückhalt.
Aber da, durch diese Bombardierung und durch diese, diese harte Reaktion von Israel gewinnt jetzt natürlich die Hamas schon wieder an, an, an Macht dort in der Region. Ich sag mal, das ist einfach eine schwierige Situation. Ich sag mal so, der liebe Allahu Akbar, der sagt selber, der jüngste Tag wird kommen. Und das ist der jüngste Tag, wo dann zum Beispiel alle unsere muslimischen Brüder und Schwestern zusammenkommen. Und das ist wie wenn Sie jetzt sehen, Sie haben hier 10 Finger und diese 10 Finger halten zusammen. Das heißt, wir werden gegen diese Mannschaften antreten. Und man sagt auch schon, Allah hat auch schon gesagt, es wird ein Volk kommen, was versucht, unser Volk zu zerstören, also unseren Muslimen. Und das wird aber sich bald ändern. Es wird so sein, dass die Muslimen dagegen ankämpfen werden, egal mit welchen Mitteln. Und es wird ein Ende geben. Aber das, man muss das natürlich jetzt trennen. Das eine ist die Religion, das andere ist das Staatliche. Es gibt von christlicher Seite her, gab es natürlich auch ganz früher die Kreuzzüge. Das ist alles dieselbe Scheiße. Kann man nicht das Religiöse mal an, die Seite, an der Seite lassen? Das ist natürlich ein schöner Klebstoff, um die Leute dabei zu holen. Aber die Bevölkerung steht doch eigentlich im Grunde genommen dort nicht hinter der Hamas. Aber Sie müssen doch so überlegen, das geht ja teilweise darum, dass es nicht einfach wegen irgendeinem Öl oder sowas, dass die da kämpfen. Die kämpfen einfach darum, weil es zu viele Muslime dort gibt. Verstehen Sie, was ich meine? Die wollen einfach keine Muslime dort haben. Das sehen Sie so. Ich sehe es so, es ist auch so. Warum kämpfen die denn da? Für was? Für was? Warum? Weil die Israelis wollen sich selber alle aufbauen. Die wollen groß werden, die wollen die Weltherrschaft. Aber das wird nicht so weit kommen. Dafür stehen unsere Brüder und Schwestern, die alle heute hier sind, auch dahinter. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Aber, ich weiß genau. Aber nicht vergessen, in England hat die Juden, also Israel meine ich, nicht gegen Juden, zionistische Juden. Was anderes, Juden ist anders. Ja, das stimmt auch, was er sagt. Moment, ja, Moment, auch, ich weiß alles. Ja. Ich bin 52 Jahre alt. 95% palästinische Erde jetzt gehört umgekehrt Israel. Genau. Israel kämpft, Palästina, die Muslimen kämpfen deswegen. Dann, Sie sagen zu mir, Terroristen. Sie sind, Beispiel, Sie sind Einbrecher. Ich kämpfe mit euch und ich bin Terroristen. Wie geht das? Die anderen werden erst einmal, wir müssen, wer ist Terrorist, das müssen wir erklären. 3 Leute ist tot gefunden, letzte Zeit. Wissen Sie, wer das gemacht hat? IŞİD. IŞİD ist eine Terrororganisation von Amerika. So sieht's aus. Das ist ein United States. Das ist erwachsen. Moment. Ja, aber, ich lausche ihn ja. Aber, Moment. Die Medien ist gegen die Muslime. So sieht's aus. Bis jetzt, sie sind immer israelische Propaganda gemacht. Das geht nicht. Jetzt hab ich mal Moment, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Aber gleich stehen wir mal Ihre Meinung. Ich bin, Moment, ich bin 45 Jahre hier in Deutschland. Bitte? Ja? Weiß ich nicht, irgend so ein anderer. Hier finden Sie keine Terroristin. Ich sag ich weiß. Ich habe viel Erfahrung, ich bin Busfahrer. Ich darf ja überhaupt nichts sagen. Moment, Entschuldigung, ich muss ich wollte was sagen. Ja, ich lausche Ihnen, aber ich muss zwischendurch. Ich lebe hier, aber Ihre Medien zeigt das nicht. Doch, ich zeige Ihnen. Nein, ich zeige Ihnen. Nein, wir sprechen hier mal. Ich zeige jetzt gerade eben hier. Wissen, Moment mal. Wissen Sie, was Sie sagen? Kollege, 80% Medien gehört Israel. So, und jetzt habe ich meine Frage. Ich kann wetten mit euch. BBC, CNN. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt darf ich Ihnen eine Frage stellen. Erst einmal, das müssen wir lösen. Darf ich bitte eine Frage stellen? Wer ist BBC, Reuters, CNN? Einen Moment, bitte. Sie dürfen eine Frage stellen. Wieso denn, Haji, wieso? Das musst du Wahrheit sagen. Tamam, Wahrheit. Ich möchte auch mal was fragen. Jetzt haben Sie keine Kunststück mehr. Aber Sie diskutieren doch mit ihm, deswegen können Sie Ihre Frage stellen. Ich habe hier keine Karte. Also das müssen Sie verstehen, mit wem Sie diskutieren. Nein, ich akzeptiere stellen Sie das bitte nicht, Ihre Frage. Frage das ist wichtig, dass Sie Ihre Frage stellen. Hört mir ja gar nicht mehr zu. Ja, ich höre Ihnen zu. Wie möchten Sie denn, eine Palästina so groß. Wie möchten Sie denn, dass die Situation da geregelt wird? Welche Lösung gibt es Ihrer Meinung nach? Was soll man dort tun, damit diese Völker miteinander irgendwie in Frieden kommen? Amerika, Europa, erst England. England ist ein Teufelpunkt. England ist eine Teufelpunkt. Ich habe das extra dreimal gesagt, weil es zu nett ist. England damals 1940 dagegen, da haben sie
die Juden da geschickt. Ist also zionistische Juden, nicht wir sind gegen Juden. Erstmal müssen wir, Entschuldigung, ich bin der deutschen Sprache mächtig. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Beher Tatari und ich möchte an dieser Stelle auch Ihre Fragen klären. Erstmal müssen wir doch gucken. Wir wollen hier, was wir hier sehen, ist immer, dass wir immer nur die Wirkung bekämpfen. Aber wenn wir die Wirkung bekämpfen und nur die Wirkung erkennen, können wir nicht die Ursache bekämpfen. Und hier müssen wir genau hinschauen. Wo sind die Ursachen? Wo sind die Ursachen dieses Konflikts? Auf der einen Seite ist es die Bundesrepublik Deutschland, die Israel mit den modernsten Waffen ausstattet, mit der sie töten können. Ein Punkt. Zweiter Punkt. Israelische Siedler, ultraorthodoxe Juden, die nur einen bestimmten Teil aus der Tora leben und hervorheben, indem sie sagen, wir wollen Siedlungen bauen. Und Siedlungen bauen bedeutet Land verschaffen. Und Land verschaffen bedeutet, das Land anderer Menschen einzunehmen, gegen ihren Willen. Ist das gerecht? Frage ich. Ist das in Ordnung? Stellen Sie sich vor, jetzt kommt irgendein anderes europäisches Land. Ich möchte antworten. Also ich stelle ja... Moment. Ich muss nicht nur das. Es sind auch die Menschen dort. Ich habe die erste Frage gestellt. Einer redet. Ich darf jetzt auch fragen, wie würden Sie... Nee, er kann jetzt gar nicht reden, das ist mein Kameramann. Sorry. Ich habe eben einfach die Frage gestellt und bestehe darauf, wie möchte man von Ihrer Seite her, dass das dort geregelt wird? Erstmal. Aber erst nicht so lange bitte, weil wir müssen weiter. Ganz, kein Problem. Er hat schon sehr lange gesprochen. Erstmal muss hier vernünftige Leute an die Front. Nein, dort. Erste Punkt. Dort vor Ort. Dort vernünftige Israel, Leute an die Front. Dann muss die Palästinenserbehörde anerkannt werden. Sie muss anerkannt werden. Aber sie müssen ihre Rechte bekommen. Sie müssen ihre Grenzen. Israel sagt, was sie 1960 genommen haben, zurückziehen. Israel sagt, wenn du weißt, unsere Grenzen. Redest du richtig? Wenn du nicht, geh weg, Kollege. Israel sagt, das sind unsere Grenzen. Aber diese Grenzen haben sie zu Unrecht genommen und eingenommen. Sie bestehen auf einen Staat. Ja, korrekt. Aber es gibt doch Gespräche dazu. Gespräche wie, indem sie unterdrückt sind und nicht nur von Israel, sondern auch von der Hamas. Es wird von beiden Seiten immer wieder unterbrochen, dieser Friedensprozess. Es muss irgendeine Art von Friedensprozess sein. Es geht hier einfach nur... Nein, bitte. Kein Juden, jawohl! Es ist waffenlos. Es geht hier um Machtinteressen. Die Waffen hingelegt, die Palästinenser. Warum machen die Israelis weiter? Es geht 1995. Es geht hier einfach nur um politische Machtinteressen. Von orthodoxen Kräften. Und das geht nicht, weil verschiedene Kräfte das nicht wollen. Sollten wir anfangen, über die Gegenwart zu sprechen. In erster Linie sollte Jerusalem bzw. Israel schon bestraft werden, weil sie gegen Kriegsrechte brechen. Sie brechen die Kriegsrechte, indem sie unbewaffnet Leute bewaffnen, beschießen und töten. Ja? Im Krieg gibt es auch Regeln. Das heißt, du darfst keinen Zivilisten oder unbewaffneten Menschen töten. Ja? Das muss angeklagt werden und vor das Kriegsgericht gebracht werden. Aber was machen wir? Wir schauen da dazu. Wird das nicht gemacht? Nein, wird es nicht. Wen gehört denn das? Sonst wären wir nicht hier. Sonst wären wir doch für Demokratie. Ich stelle einfach nur die Frage, wird es nicht. Wie soll man das vor Ort regeln? Und ich habe jetzt ein paar Antworten bekommen. Was haben die gesagt? Die Lösung ist vor Ort erstmal Respekt. Respekt ist das A und O. Wenn ich heute mich selbst nicht respektiere, wie kann ich dann von Respekt was ist denn Palästina? Palästina ist das größte Freiluftgefängnis. Ich kann nicht zwei, drei Fragen gleichzeitig beantworten. Okay. Ich bedanke mich für das Gespräch. Nein, ich möchte was zu sagen, bitte. Palästina ist momentan das größte Freiluftgefängnis, was wir auf den Erden kennen. Umschleust von den Israelis. Ja? Und das, was sie da führen, dieser Konflikt, dieser Krieg, ist erbarmungslos gegen die Leute, die keine Macht haben. Unbewaffnet sind. Warum? Weil irgendwelche Hamas-Leute sich verteidigen möchten. Stein gegen Panzer. Es gibt ja nicht nur Hamas. Wenn Sie uns fragen, sind die Hamas für uns keine Terroristen. Die Hamas sind Kämpfer der Widerstand. Das habe ich nicht verstanden. Was haben Sie gesagt? Hamas sind für uns keine Terroristen. Aber Hamas hat in der Bevölkerung dort nicht so viel Rückhalt gehabt, bis jetzt. Jetzt müssen die Rückhalt bekommen, weil keiner außer Hamas denen hilft. Jetzt hält man zusammen. Natürlich, weil die merken, keiner außerhalb ist da. Und dann wird das Ganze aber auch immer mit der Religion zusammengebracht. Man muss auch mal zwischendurch die Religion außen vor lassen und muss sagen, Scheiße, hier wollen die Leute friedlich miteinander leben. Genau, ich finde das auch ganz wichtig. Und wie macht man das? Das ist hier der Punkt. Ich meine, es gab ja auch 2002... Ihr Land zurück! Es gab ja auch schon 2002 einen Friedensgipfel, ne? Sonst kann man sie gar nicht verstehen. Ist gar kein Problem. 2002 gab es ja auch einen Friedensgipfel und da wurde ja auch nichts eingehalten, oder? Sie sind mir ein bisschen zu nah, sorry. Ich sage ja nicht, dass Hamas toleriert werden, ja? Aber ich glaube, es ist September. Schauen Sie mal, es geht nicht darum, dass Juden böse sind.
Ich habe nicht das auf jeden Fall. Teilt es euch, genau. Es geht nicht darum, dass Juden böse sind oder irgendetwas in der Art, sondern es geht einfach nur darum, dass Menschen getötet werden, okay? Es geht nicht, dass man sagt, hey, du hast mich mit einem Stein angegriffen, ich bombardiere mal dein Haus, okay? Und das ist falsch. Und ich meine, da muss einfach eine Lösung gefunden werden. Man kann nicht sagen, nein, wir sehen das nicht, wir wissen nicht, was da passiert. Jeder weiß, selbst Sie wissen, was da abgeht, oder? Oder möchten, können Sie mir wirklich sagen... Ich meine, mir eine Meinung darüber bilden zu können, aber natürlich habe auch ich nur die Bilder, die Medien mir liefern. Genau. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. So, ich sehe es aus der Entfernung. Genau, jetzt ist die Frage, welchen Medien können wir vertrauen? Ne? Welche Medien sind wirklich real? Oder was kommt da wirklich vor? Und wenn wir wirklich alle nur schweigen und es weitergeht, dann passiert nichts. Es ändert sich nicht seit über 40 Jahren. Sagen Sie mal in zwei Sätzen, wie Sie das da drüben ändern wollen würden. Dass die, wie würden Sie es schaffen wollen, dass die Menschen dort wieder Frieden finden? Ich würde sagen, es müssen einfach Konsequenzen festgesetzt werden. Es geht nicht, es heißt, okay, ihr solltet das machen und wenn es nicht geschieht, dann passiert halt nichts. Ja? Aber wer soll das durchsetzen? Wer soll das schaffen? Das ist die gute Frage. Ich meine, wer macht jetzt... Wer guckt einfach alles weg? Ich würde sagen, die ganzen Regierungen, ne? Sie gehen hier auf die Straße, finde ich gut, dass Sie was sagen. Diese ganze Vermischung mit Religionen, die natürlich damit einhergeht, finde ich, führt schon wieder weg, ist aber verständlich. Wir zeigen jetzt einfach hier... Naja, wissen Sie, warum die Religion immer mit drin ist? Weil wenn jemand mit einem Stein schießt, heißt das, oh, der Terrorist, der Moslem da vorne. Ne? Wenn die aber sich verteidigen, lassen mal bitte die Religion außen vor. Ja? Also es geht nicht, wenn ihr... Lassen Sie doch die Frau mal reden. Ich will dazwischen denen nicht gefilmt werden. Wir dazwischen lebende Ausländer. Wir gucken heute morgen zu. Okay, ich bin jetzt aber gerade im Gespräch mit der Dame. Aber wie lange gucken wir? Sagen Sie bitte, sprechen Sie einfach weiter. Das ist eure Infrastruktur. Wir leben hier mit euch, zwischen euch. Und wir sind auch Deutsche. Ich würde sagen, es ist einfach ein sehr schwieriger Konflikt, aber eigentlich ein eindeutiger Konflikt. Wir müssen uns auch bei Hilfe stehen. Sorry, können wir mal hier rüber, dass wir da ein bisschen... Oder lassen Sie ihn einfach mal ausreden, vielleicht ist es dann einfacher. Möchtest du was sagen? Na, ich meine, ja, aber ich möchte nicht mehr, weil er hat ihm genug Möglichkeiten gehabt zu reden. Okay, ich glaube, es ist einfach schwierig. Es ist eigentlich eine eindeutige Situation und alle reden drumherum. Was machen wir, was könnten wir machen? Mach doch einfach irgendetwas, ja? Ja, wer soll das machen? Wer soll das machen? Wer soll denn was machen? Soll ich losgehen und mit jemandem sprechen? Gutschein, Deutschland ist nicht haram. Nee. Es geht gar nicht um Religion. Es geht nicht um Religion. Es geht wirklich einfach darum, du bist Mensch. Es geht nicht, dass du jemanden einfach... Ja, aber hier geht es doch um die Frage, wie sollen wir dieses Konflikt lösen? Ja, und das kann nur jemand lösen, der in derselben Machtposition ist wie Israel. Das müssen wir sein, die europäische Gemeinschaft. Es muss hier eine klare rote Linie gezogen werden. Diese Ermordung muss aufhören. Diese Kindermörder müssen aufhören. Diese Bomben, diese Luftanschläge müssen aufhören. Man kann doch nicht einen Fehler durch einen anderen Fehler beheben. Und das können nur Leute, wirklich nur Leute, die auch in derselben Machtposition sind wie Israel, die dieselben Möglichkeiten haben. Das können nicht Leute, die Steine in der Hand haben. Wir sind auch euer Volk. Wir sind auch Deutschland. Das beschreitet doch niemand.